Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach. Wir haben heute eine coole Frage zum Thema Kiffen und Standards. Ich bin schon hier halb erleuchtet. Und es kommt ja auch bald raus, der Kurs Spiritualität und Nice Geiles Leben. Lieber Christian, ich hatte dir vor 1,5 Jahren schon mal geschrieben mit der Bitte um Hilfe. Ich lebe seit einigen Jahren im Ausland und war nach der Trennung vom Vater meiner beiden Töchter viele Jahre mit einem, ja, großen Egozentriker in einer extrem toxischen On-Off-Beziehung. Er hat mich belogen und betrogen mit X-Frauen. Das war ein ständiges On-Off und gruselige Beschimpfungen, abwechselnd mit extremen Idealisierungen. Dank deiner Hilfe, auch im persönlichen Telefonat und Online-Kurs, ja, ich sage ja, mach die Kurse, habe ich mich wie in einem Heroinentzug endgültig getrennt. Good fucking job. Sehr gut. Ein Glück, danke. Nach einer Pause von einem halben Jahr habe ich mich dann total verliebt in einen anderen Mann, der dummerweise zu mir gezogen ist. Lass den doch nicht gleich zu dir ziehen. Also, ich meine, es ist nie so, dass man da von heute auf morgen rauskommt, ne? Auch wenn ihr aus diesen Beziehungen rausgeht, ist es immer noch so, dass man, ja, da kommt der nächste Schritt, dann kommt der nächste Schritt, und man sollte den Weg auch genießen, ne? Wenn man nur zu sehr aufs Ziel gerichtet ist, ist es manchmal ein bisschen frustrierend. Aber erstmal super. Nur, okay, jetzt gucken wir uns das Neue mal an. Warum gleich zusammenziehen, ne? Das, weil du willst, gerade wenn jemand, wenn du, ja, jemand, und was, nicht, hat ja gleich vorher eine Fernbeziehung, also da will man erstmal gucken, so, ne, wer ist das eigentlich, ne? Ich fand ihn sehr hübsch und er war extrem lieb. Ja, aber wie gesagt, wir kennen ja Menschen erstmal nicht, ne? Und genau, ich bin alleinerziehend und habe hier eigentlich ein sehr schönes, nice, geiles Leben mit meinen Freunden und meinem Job. Leider bin ich wohl weiter liebessüchtig. Der neue Mann war vor dem Umzug zu mir extremer Kiffer. Ich sagte ihm, dass es mit dem Herz in mein Haus nur ginge, wenn er das Kiffmiss auf ein Minimum reduziere, auf keinen Fall täglich. Ja, also gut, dass du deine Standards, oder beziehungsweise du hast jetzt einen Dealbreaker gesetzt. Sehr gut, gut gelernt. Jetzt muss ich natürlich so ein bisschen kritisch sagen. Ich sage immer ganz gerne, es gibt Blender, also jetzt im dysfunktionalen Bereich, ne? Blender, oder im co-abhängigen Bereich, Blender, Diener und Flüchter. Das hört sich ein bisschen, könnte jetzt auch ein Flüchter sein. Also ich kann immer wieder sagen, Leute, also datet Singles. Das ist ja offensichtlich der Fall, weil datet auch Leute, die jetzt nicht gleich, ja, ich sag mal, wie so ein Projekt daherkommen, ne? Also die erstmal beziehungsfähig gemacht werden müssen, weil wir haben ja im Pluspol ganz häufig diese elende Rettungsgeschichte, ne? Dass wir nicht Leute retten wollen, das ist ja wirklich furchtbar, ne? Und also mit jemand, der sagt, er ist extremer Kiffer, eigentlich hätte das schon durch deine Dating-Standards fallen sollen, so, ne? Jetzt sage ich nicht, dass jemand, der extrem kifft, wieder sage ich jetzt nicht, jeder kann machen, was er will, jeder kann auch kiffen, wie er will, ist auch nicht gesagt, dass jeder, der kifft, irgendwie emotional nicht verfügbar ist, sage ich nicht, nur ich will euch ja nur helfen, soll ich mal sagen, es euch ein bisschen leichter zu machen vielleicht, so, ne? Oder weniger Risiko zu gehen. So. Ich tolerierte ab und zu Ausnahmen und wir waren ein Jahr sehr glücklich. Immerhin, ne? Jetzt fingen bei einer winzigen Kritik meinerseits krasse, aggressive Übertragungen an und er sagt, er müsste wieder mehr kiffen wegen mir. Das ist natürlich ein total toxischer Satz, ne? Ich meine, hier haben wir jetzt, also auf dich projiziert scheinbar, dass er mega empfindlich ist und Schuldumkehr. Ich meine, ob er kifft oder nicht, weiß ich nicht, dann soll er auch im Block laufen, wenn er genervt ist von dir, aber du hast ja gesagt, du willst es nicht, ne? Dazu geht er dann in einen anderen Raum, den ich ihm zur Verfügung gestellt habe dafür, für Rückzug. Mich nervt der jetzt fast tägliche Kontaktabbruch mit Zukiffen und ich habe ihm das gesagt, dass ich das nicht ertrage und ihm ja vor Einzug ganz klar gesagt habe,
dass er hier nur einziehen kann, wenn er das Kiffen extrem reduziert. Ja. Und, was sagt uns das? Weiß es eigentlich, ne? Musst nur auf deine Liste gucken. Steht Kiffen auf der Dealbreaker-Liste? Ja, steht drauf. Er kifft wieder. Oder kifft wieder täglich. Hier ist dein Koffer. Tschüss. Mehr gibt's ja nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich. Das ist wieder. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber wenn es ein Standard wäre, könntest du sagen, ja, wir handeln das aus. Und aber auch da, du willst doch jemand, musst jetzt wieder jemand zum Daten tragen, ne? Oder zum in der Beziehung leben, ne? Aber es ist wieder eine Reflexion, du hast schon den richtigen Punkt hier, das ist sozusagen mit deiner noch vorhandenen Liebessucht, die noch nicht ganz abgebaut ist, ziehst du jetzt wieder ein Thema an mit emotional nicht verfügbar, weil das spiegelt sich ja. Ist jetzt nicht mehr so schlimm wie vorher. Du hast ja die Tools jetzt auch und ja, es muss halt weiter in deiner Trennungskompetenz feilen. So. Oder du musst es eben schlucken. Aber das kannst du wahrscheinlich nicht mehr. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Er findet mich hart und empfindet die Einmischung in seinen Konsum ungerechtfertigt. Ja, aber. Finde es ja auch ungerechtfertigt, dass er deine Grenzen nicht respektiert. Er respektiert deine Grenzen nicht. Und zu denen er selber ja gesagt hat. Und jetzt beschwert er sich darüber, dass du dich in seinen Konsum einmischst. Also du bist jetzt hier, haben wir im klassischen Sinne dieses Co-Abhängigkeitsthema, beziehungsweise du schiffst dich ja ganz gut herum, einigermaßen. Das kommt ja gerade aus dem Suchtbereich, ne? Dieses als so ein Verhalten, wo man jemand abbringen will von seiner Sucht und das dann auch ungewollt noch schlimmer macht und man ja kann sich da kaum rausziehen, außer entweder man hört auf zu kämpfen dagegen und akzeptiert es oder man geht halt weg. Ne? Das sind genau die beiden Möglichkeiten, die du hast. Ne? Es geht um Trennung. Aus seiner Sicht hat er das Kiffen sehr reduziert. Ja, das interessiert ja aber nicht. Der vorher für mehr gekifft hätte. Ja, aber das spielt alles keine Rolle. Ihr habt eine ganz klare Vereinbarung, ne? Es war trotzdem schön ein Jahr mit ihm. Er war sehr offen und hat mir sehr gut getan, jetzt lange nicht so viel Drogen genommen hat, ne? Hat mir sehr gut getan mit seiner ruhigen, lieben, intensiven Art. Alle Problemthemen haben wir ausgeklammert. Das ist ein bisschen Co-Abhängigkeit noch, ne? Hört auf, Problemthemen auszuklammern, nur damit es schön bleibt. Also sollte genau das Gegenteil machen, soll sobald Probleme auftauchen, ganz ruhig ansprechen, 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 glatt ziehen, klar ziehen. Weil ihr wollt ja gerade, dass ihr schnell rausfindet, ob ihr mit jemandem längerfristig klarkommt. Ne? Alles andere ist wieder Vermeidung, ja, mangelnde Trennungskompetenz. Aber ich verstehe, dass das alles Zwischenschritte sind. Das ist jetzt überhaupt keine Kritik oder so. Ist einfach nur, ich will einfach nur helfen mit dem nächsten Schritt jetzt so, ne? Jetzt merke ich, dass mir die zunehmende Kifferei und sein oft oberflächliches Gerede auf die Nerven geht. Vor allem sein krasser plötzlicher Rückzug. Ja, ist jetzt emotional nicht mehr verfügbar, ne? Ich möchte ihm, der sich in vielen Punkten auch sehr positiv entwickelt hat, hey, du bist nicht seine Bewährungshelferin oder seine Drogentherapeutin. Das ist doch egal, wie er sich entwickelt hat. Also an diesem Punkt, er hat da einen Dealbreaker gerissen. Also wenn er dich jetzt schlagen würde, tut er nicht, ne? Aber da würdest du doch auch nicht sagen, ja, er hat sich entwickelt, er schlägt mich nicht mehr so viel. Nein, du würdest sagen, da gibt es 0-1. 0-1. Und kein Dazwischen. So, das ist ja, was ein Dealbreaker sagt, ne? So, er hat sich in vielen Punkten sehr positiv entwickelt. Nicht einfach wegjagen. Ja, gut, es hätte auch den Kontakt zu deiner Tochter, wie du hier schreibst. Das ist immer blöd, ne? Gerade deswegen sollte man besonders gucken, bevor man jemand
so weit ins Leben lässt, ob es wirklich passt, weil natürlich, ja, die Kinder, ja, sich natürlich auch dran gewöhnen, ne? Klar. Aber spielt eigentlich, ich will auch jetzt das Kinderthema, will und werde ich in Videos nicht aufgreifen, aber ändert jetzt nichts an der Dynamik zwischen euch beiden auf jeden Fall, ne? Und du willst deiner Tochter wahrscheinlich auch nicht vorleben unbedingt, dass du massiven Drogengebrauch da akzeptierst, ne? Ich erlebe ihn als sehr wenig selbstbewusst und er war oft sehr angepasst in seinem Liebsein. Kiffen war und ist oft seine Art von Widerstand. Nochmal, du bist nicht seine verdammte Drogentherapeutin. Das ist doch scheißegal, warum er das macht. Das muss dich gar nicht interessieren. Er macht es. Ich bin eine sehr starke, in einigen Teilen, zumindest in einigen Teilen Frau, habe alles alleine gekriegt und in der toxischen Off-Beziehung vorher sehr gelernt, mich abzugrenzen. Ja. Das ist jetzt nächster Step jetzt. Das war 1,0, es kommt 2,0. Trotzdem weiß ich gerade nicht, wie ich mit seiner Sucht und meiner noch immer daseinenden Beziehungssucht, dass ich so schwer loslassen kann und so viel Aua in der Seele habe, umgehen soll. Die gleichen Tools wie vorher. Mehr mein Rat. Du machst natürlich, was du willst, ne? Und wenn du da noch mehr Support brauchst, dann hol dir das gern. Aber nochmal, ist es ein Dealbreaker? Ja. Wenn nicht, ist eine andere Sache, dann könnt ihr Paartherapie machen, weiß ich nicht was. Wenn es ein Dealbreaker ist, sollte dir das wichtiger sein als dein Aua. Weil das Aua ist sowieso da, das holt er ja nur raus irgendwie, ne? Das darf dann wieder angeguckt werden, dann gibt es den nächsten Schritt. Da ist auch nichts falsch dran, also du gehst hier einen ganz normalen Weg. Und ich würde dir nur raten, noch vorsichtiger zu sein, wen du so in dein Leben lässt, so. Noch mehr Zeit zu lassen, aber definitiv ein Fortschritt hier. Wie soll ich das behandeln? Ich will ihn auch nicht dauernd kontrollieren. Ja, eben. Er drückt dich jetzt in so eine Co-Abhängigkeit rein. Da willst du nicht wieder hin. Mit Recht. Tu es auch nicht. Standards und Dealbreaker ist immer das Gleiche. Hier, wo ich wohne, gibt es fast nur extreme Kiffer in meinem Umfeld. Ich werde auch etwas gemobbt, wo ich mich für cannabisfreie Treffen ausspreche oder ausspreche. Das ist lieber ohne Joint wäre, auch wegen meinen Kindern. Ja, Prost, also du bist auf einem super Weg. Sei stark, steh zu dir ein und bleib dir selber treu. Dann ist alles gut. Und hab keine Angst, wenn er dabei dir jetzt verloren geht, dann soll es nicht sein. Du willst jetzt nicht nur, du hast die letzte Beziehung 10 Jahre gebraucht, dich daraus zu entwickeln. Du willst jetzt nicht wieder 10 Jahre leiden und wieder kämpfen gegen jemanden, der zu viel kifft. Und vielleicht merkst du auch, dass deine ganze Umgebung da nicht mehr passt für dich, ne? Das sind ja alles, also wir entwickeln uns und das ist auch schön und das geht uns auch gut damit. Aber unter Umständen passt dann das Surrounding nicht mehr. Das weißt du, das ist erstmal hart. Aber so geht es immer weiter. Das ist ein riesiges Abenteuer, das Leben, ne? Und es ist nicht so unbedingt vorgesehen, dass wir immer so stehen bleiben, ne? So, danke für deine Antwort, danke für die vielen positiven Impulse in den 100 Videos, die ich mir schon angesehen habe. Vielleicht hast du mal Lust, hier in meinem Ort was zu machen. Ja, könnte durchaus mal vorkommen. Okay, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.